Wir haben schon häufig über die Verbindung von Sport und Medizin gesprochen. Heute wollen wir hören, was die Sportmedizin ausmacht, insbesondere die Versorgung und Betreuung von Sportlern mit Behinderungen. Und wir fragen auch wieder kritisch nach, wie sich das alles vereinbaren lässt. Beruf, Karriere, Ehrenamt und Familie. Mein Name ist Stefan Hellwig und ich sage Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurz vor OP. Kurz vor OP, der Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere. Produziert von OPET. Unser Gast heute ist leitende Ärztin des Altius Swiss Sport Med Center. Sie ist Mitglied im Expertenkomitee Prävention und Rehabilitation der DKG, Mitglied im Wissenschaftsrat der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin. Sie leitet das AGA-Komitee Prävention, konservative Therapie und Rehabilitation. Sie ist seit 2007 leitende Verbandsärztin der deutschen Nationalmannschaft Paracycling und seit 2017 leitende Ärztin Leistungssport des Deutschen Behindertensportverbandes. Sie ist Mitglied der medizinischen Expertenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und sie war 2008, 2012, 2016 und 2018 Mitglied des Ärzteteams der Paralympischen Spiele und ist auch in diesem Jahr in Tokio als leitende Ärztin wieder dabei. Sie ist GOTS-Sportärztin des Jahres 2021 und die GOTS schreibt selbst, dass sie das Gesamtpaket einer perfekten Sportorthopädin ist. Herzlich willkommen, Anja Hirschmüller. Ja, hallo, schönen Tag. Anja, ich bin ganz beeindruckt von diesem Lebenslauf und wir müssen heute ganz viel darüber sprechen, wie dir das überhaupt gelungen ist, diesen Weg zu gehen. Und wir müssen auch darüber sprechen, was das Besondere ist, auch Sportmedizinerin zu sein und vor allem auch so viele Paralympische Spiele bereits begleitet zu haben. Also ganz beeindruckend und ich freue mich sehr, dass du da bist hier in unserem Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, lass uns doch direkt mal einsteigen. Paralympischer Sport. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, genau. Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe selber schon immer eigentlich Zeit meines Lebens gerne Sport gemacht. Hauptsächlich Tennis gespielt in der Jugend und auch viel dann Training gegeben. Habe dann meine Doktorarbeit in der Sportmedizin gemacht und bin eigentlich so eben dann auch zu dem medizinischen Teil des Sports übergegangen. Und ich habe dann in der Assistenzarztausbildung in der Sportmedizin arbeiten dürfen in Freiburg, wo wir viele eben auch Leistungs- und Spitzensportler dort untersucht und betreut haben. Hatte dann dort die Möglichkeit bekommen, auch eben im Spitzensport dann Erfahrung zu sammeln und habe dann relativ schnell gemerkt, dass mir der paralympische Sport extrem viel Spaß macht. Also das hatte verschiedene Gründe. Die Athleten sind sehr spannende Persönlichkeiten, haben viel zu erzählen, haben eben häufig schon viel erlebt in ihrem Leben. Aber auch die Medizin ist sehr spannend mit den Athleten, weil es doch ein bisschen, ja, einerseits überhaupt mehr medizinisch zu tun gibt in Trainingslagern, weil das, was zu tun ist, häufig nicht nach einem Schema F abläuft, sondern eben man da viel an die Behinderung und die speziellen Gegebenheiten bei den Athleten anpassen muss. Und das hat mich eben von Anfang an fasziniert. Also ich habe das letztendlich von Kollegen aus der Sportmedizin damals, die dort engagiert waren, dann übernommen und habe da dann relativ schnell da meine Begeisterung gefunden. Ja, und jetzt auch schon ganz oft dabei gewesen bei den Paralympischen Spielen. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Wie schafft man das? Wie geht man diesen Weg? Was muss man mitbringen? Wie ist es dir gelungen? Ja, ich werde das häufig gefragt, also wie kommt man zu Paralympischen Spielen oder auch im olympischen Sport ist es ja nicht anders. Eigentlich ist es über kontinuierliche, langjährige Betreuung von eben einem Athletenteam, also einer Nationalmannschaft,
die man auf ihrem Weg begleitet und die man dann eben auch, wenn man dann das Glück hat, mal zu Paralympischen Spielen begleiten darf. Also ich hatte eben mit dem paralympischen Radsport begonnen, habe dort dann die Nationalmannschaft begleitet und war dann 2008, da war ich noch, also war ich mit Abstand die Jüngste auch in dem Ärzteteam bei den Paralympischen Spielen. Radsport ist eine große paralympische Sportart und ich hatte mich dann eben durch die Betreuung der Athleten da qualifiziert und angeboten. Es ist dann aber auch so, dass eben gerade bei den Paralympics sind nicht alle Mannschaftsärzte dann vor Ort, sondern das ist nur ein ausgewählter Kreis, wo man auch gucken muss, dass die fachlichen Qualifikationen zum Beispiel zusammenpassen, dass man da viel abdecken kann. Und eben das war damals für mich eine wirklich große Auszeichnung. Ich habe mich da sehr gefreut, dass ich eben da dann schon nach Peking mitfahren durfte. Ja, und was macht paralympischen Sport jetzt für dich aus? Also wie unterscheiden sich die Rahmenbedingungen für dich als Sportärztin von den Olympischen Spielen? Da muss man sagen, es hat sich extrem viel geändert im paralympischen Spitzensport, seit ich den Sport betreue. Ganz zu Anfang war das noch ja vergleichsweise unprofessionell. Also da kamen viele Athleten einfach über die Rehabilitation beispielsweise nach ihren Unfällen, Verletzungen dann zum Sport treiben. Und wenn sie da ganz begabt und erfolgreich gewesen sind, dann gab es auch Fälle, wo die dann sehr schnell tatsächlich zur internationalen Spitze dazugehört haben. Das hat sich über die Zeit sehr verändert. Der paralympische Spitzensport ist extrem professionell geworden. Die Trainingsumfänge sind in den allermeisten Sportarten schon vergleichbar zum olympischen Sport. Und jetzt unterscheidet sich da, sage ich mal, in der Professionalität gar nicht mehr so viel. Was sich aber schon unterscheidet, ist auch die Medizin, also die Verletzungen und schon beispielsweise das Alter der Athleten. Das Durchschnittsalter ist 10 Jahre älter als im olympischen Spitzensport, weil viele der Athleten ja eben erst mit einer Verletzung beispielsweise, mit einem Unfall zu ihrer Querschnittslähmung oder Amputation kommen und dann erst mit dem Sport beginnen, sodass wir ältere Athleten zu betreuen haben und eben auch durch die Behinderung natürlich gewisse Einschränkungen schon mitbringen. Also sei es jetzt eben Blasenstörungen durch ihre Querschnittslähmung, dann auch Hilfsmittel verwenden durch die Behinderung, also Prothesen tragen beispielsweise oder halt in Rollstühlen oder Handbikes dann ihren Sport ausüben. Und ja, all das sind eben spezielle Herausforderungen, sind andere Herausforderungen zusätzlich eben zu den Herausforderungen von der Spitzensportbetreuung an sich. Muss man eigentlich selber auch Sport machen als Sportarzt oder gehört es einfach zusammen? Die Affinität zu Sport und die medizinische Betreuung, wie ist das bei dir? Machst du Sport? Welchen Sport machst du? Ich glaube, um die Eingangsfrage zu beantworten, ja, man sollte selber wissen, was ein strukturiertes Training ist. Man sollte natürlich gerne Sport machen, aber es ist auch wichtig für das Verständnis der Athleten, dass man weiß, was es bedeutet, zu trainieren und auch mal zu leiden im Training. Ich selber habe meine Sportarten stark gewechselt. Ich habe in der Jugend, wie ich gesagt hatte, ja eigentlich eher ja, Schnellkraftsportarten, also Tennis, und habe dann auch Basketball gespielt, viel eben Spielsportarten gemacht und habe dann auch selber durch Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfall und auch eben durch das Zeitbudget im Rahmen vom Studium davon Abstand genommen, bin dann eher zum Ausdauersport gekommen. Und jetzt laufe ich viel, jetzt fahre ich, wenn ich mit den Athleten unterwegs bin, gerne auch mit Fahrrad selber und habe jetzt im Rahmen von meinen Kindern wieder ein bisschen auch zum Tennis zurückgefunden. Mal gucken, wie sich das dann weiterentwickeln wird über die Zeit. Aber was mir also sicherlich immanent ist, ist, dass ich total gerne Sport mache und mich da auch begeistern kann, natürlich mit den Athleten zusammen, sei es jetzt Fitnesstraining zu machen oder auch mal eben was Neues auszuprobieren. Und du hast gesagt, dass du mit den Athleten auch zusammen Sport machst. Das finde ich cool. Findet das nur während der Paralympischen Spiele statt oder trifft man sich dann auch in der Vorbereitung? Wie kann ich mir das vorstellen? Also das passiert wahrscheinlich nicht zufällig, sondern irgendwie verabredet. Wie funktioniert das?
Ja, bei den Paralympischen Spielen kommt man da eigentlich nicht dazu oder da passiert das nicht, dass man mit den Athleten zusammen Sport macht, weil die natürlich so fokussiert sind auf ihren Höhepunkt und ja, auch da letztendlich dann die unmittelbare Wettkampfvorbereitung dann im Vordergrund steht. Wir sind aber natürlich mit den Athleten auch Trainingslagern unterwegs und eben insbesondere im Frühjahr in der Vorbereitungszeit, wo die Athleten große Umfänge fahren, beispielsweise auf ihren Rädern, um die Grundlagenausdauer zu finden. Da fahren die auch in einem Tempo, wo man dann als Normalsterblicher, vor allem eben, wenn sie jetzt halt die Hilfsmittel benutzen müssen, wie die Dreiradfahrer zum Beispiel, die fahren einfach nicht ganz so schnell wie jetzt Handbikefahrer oder eben die Spitzensportler auf dem Zweirad. Dann kann man da gut mit denen mitfahren und eben auch die Zeit dann nutzen. Das mache ich sehr gerne, dass man die Zeit nutzt, um mit den Athleten zu sprechen, ein bisschen zu hören, wie sie die Zeit verbracht haben, die man sich nicht gesehen hat. Und ja, das mache ich wirklich gerne. Also wir machen auch zusammen dann mal Ausgleichstraining, eben Fitnesstraining, gehen zusammen in Kraftraum, wenn sich da die Möglichkeit ergibt. Und dann kann man das ganz gut verbinden, dass man ein paar medizinische Themen bespricht, aber eben auch sieht, wie die Athleten auf dem Fahrrad sitzen und mit ihnen eben dann sie im Training so ein bisschen begleiten kann. Das heißt, du baust ja dadurch auch eine sehr vertrauensvolle Beziehung zu den Athleten auf. Ihr sprecht dann beim Fahrradfahren sicherlich nicht nur über die letzte Verletzung oder die nächste präventive Maßnahme, sondern auch über alles andere, oder? Man lernt sich dabei schon sehr gut kennen. Ja, das ist sicherlich so und ist auch tatsächlich so, dass es für mich das Ganze sehr besonders macht. Also es gibt einige von den Athleten, die jetzt auch dabei sind in Tokio, die ich schon seit weit über 10 Jahren kenne und begleiten durfte. Und das schafft natürlich auch eine persönliche Beziehung. Das ist vollkommen klar. Also man spricht mehr oder weniger intensiv auch über private Themen, weil das immer mit reinspielt. In der Corona-Zeit war es auch ganz, ganz klassisch, dass da jeder andere Arbeitnehmer so ein bisschen erleben durfte, dass ja man dann eben das Private ein bisschen mehr vielleicht mit dem Beruflichen dann vermischt hatte oder man auch vom Gegenüber dann kennenlernen durfte, wie er zu Hause dann wohnt und so weiter. Und eben also mit den Athleten, da ist das natürlich erst recht so, dass man auch wissen muss, wie sind die Rahmenbedingungen zu Hause, wie organisieren sie sich zu Hause und wie geht es ihnen jetzt letztendlich auch psychisch. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass es nicht nur für dich so war, dass du durch deine Tätigkeit als Sportärztin zum Radsport gekommen bist, sondern dass es eben auch Radsportler gibt, überhaupt Sportler, die für sich auch eine Zukunft in der Medizin sehen, also die sich schon als Sportler damit befassen, was mache ich eigentlich danach, nach meiner Karriere. Und für viele kommt durchaus auch in Frage, den Weg in die Medizin dann zu suchen. Wie funktioniert das? Ja, also letztendlich tatsächlich auch ein bisschen ähnlich, wie es bei mir gewesen ist. Also ich glaube, jeder Sportler hat im Laufe seines Sportlerlebens Kontakt zu Ärzten oder mindestens mal zu Physiotherapeuten, wenn er das Glück hat, jetzt keine größeren Verletzungen zu haben. Aber jeder Sportler beschäftigt sich mit medizinischen Themen und seien es nur so Themen wie Ernährung, strukturierter Trainingsaufbau, Leistungsdiagnostik etc. Und von daher eben, wenn sich Sportler überlegen, was machen sie weiter in ihrem Leben, auch nach der Sportlerkarriere, dann kommen Fragen auf, ob nicht der Weg in die Medizin auch eine Möglichkeit sein könnte. Es gibt sehr viele ehemalige oder auch noch sogar noch aktuelle Spitzensportler, die in die Medizin gefunden haben. Wir haben selber einen Assistenzarzt in der Klinik, der Nationalmannschaft Handball spielt und jetzt eben als Assistenzarzt arbeitet dann mit 50% und das so ein bisschen dann anders organisieren muss natürlich, aber der noch weiter strukturiert trainiert. Und so erlebe ich das auch immer mal wieder, dass mal eben ein Patient-Sportler mich dann darauf anspricht und sagt, er würde gerne mal darüber sprechen, wie aufwendig sowas ist, was man empfehlen könnte, welche Sparte der Medizin und wie man da den Einstieg wählen könnte. In der Einleitung habe ich erzählt, dass du GUTS-Sportärztin des Jahres geworden bist, jetzt in 2021. Eine besondere Auszeichnung, die
du für besondere Leistungen bekommen hast. Und viele fragen sich, glaube ich, auch, wie schafft man das eigentlich, das alles so unter einen Hut zu bekommen? Die Karriere in der Klinik, die Karriere als Sportärztin, also besondere Auszeichnungen für besondere Leistungen. Ich habe den Eindruck, man muss auch die Extrameile gehen, um das alles so zu schaffen, oder? Ja, das ist definitiv so. Manchmal frage ich mich auch ehrlich gesagt selber, wie man das schafft. Also es ist nicht immer einfach zu organisieren. In dem letzten Jahr haben viele Menschen, glaube ich, Situationen erlebt, wo sie nicht wussten, wie das zu organisieren ist. Ich spreche jetzt eben von Corona-Einschränkungen und Probleme und haben da aber eben auch gelernt, also viele Eltern beispielsweise haben gelernt, sich zu organisieren, um eine fehlende Kinderbetreuung auszugleichen. Und so ist es bei mir eigentlich Zeit des Lebens, dass man das irgendwie organisieren muss, dass man diese Dinge, die man gerne tut und die man vielleicht auch ganz gut macht, dann auch so machen und leben kann, dass es für das Umfeld auch gut ist, dass die nicht zu sehr belastet werden durch zu viele Dinge, die man tut und den Weg dann mitgehen können. Und das ist eben auch der Punkt, also ohne ein entsprechendes Umfeld funktioniert das überhaupt gar nicht. Diese Auszeichnung, die bedeutet mir extrem viel. Das kann ich an der Stelle vielleicht auch noch sagen, weil das wirklich eine Auszeichnung ist, die jetzt wie ein anderer wissenschaftlicher Preis, ein Vortrag, ein Poster, eine Arbeit würdigt, sondern eher so eine Auszeichnung ist, die ja auch die ein bisschen globaler die Einstellung und das, was man so über die letzten Jahre und Jahrzehnte getan hat, dann würdigt. Und deswegen, also ja, war das für mich ein sehr, sehr bewegender und bedeutender Moment, diese Preisverleihung. Ja, weil auch für mich dann natürlich in der Situation so die Dinge, die waren in den letzten Jahren, nochmal Revue passieren lassen konnte. Und ich natürlich gehört auch Glück dazu. Es gehört dazu, Menschen treffen zu dürfen, die einen unterstützen und die einem da den Weg ebnen in mancher Richtung. Und für mich gehören eben auch diese Athleten dazu, mit denen ich so lange zusammenarbeite, die mir natürlich auch diese Freude, das trotzdem immer weiterzumachen, auch wenn man gar nicht weiß, wie das gehen soll, wenn man ein kleines Kind dabei hat oder eben Kinder zu Hause hat, die auch gerne einen sehen möchten und mit denen man natürlich auch sehr gerne Zeit verbringen möchte. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder und natürlich ist es immer so, dass es eine Entscheidung ist, wie viel eben Zeit investiert man für was und kann man machen und eben, also ich habe vielleicht das abschließend noch zu sagen, ich habe einfach das Glück, dass ich einen Beruf habe, der mir so wahnsinnig Spaß macht, also auch in der Assistenzarztzeit schon, wo man wirklich Stunden, also es gab Tage bei mir, das kann man vielleicht auch mal offen sagen, an der Uniklinik, wo ich nach Mitternacht erst nach Hause gegangen bin und morgens halt wieder dann um 6 Uhr auf der Matte zu stehen oder als mein Sohn dann in die Kita ging, da bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe gestillt, habe ihn in die Kita gebracht, bin dann zur Arbeit gegangen und so weiter. Also schon auch Tagesabläufe, wo mancher sagen würde, das ist total irrsinnig. Musste ich mir von meinen eigenen Eltern auch mehr als einmal anhören, dass es irrsinnig ist, so zu arbeiten. Das habe ich aber gemacht und es hat immer gut funktioniert, weil mir das alles viel Spaß gemacht hat und eben weil auch die Familie natürlich das unterstützt und so mitgetragen hat. Ja, man liest so viel darüber, wie wichtig Hartnäckigkeit für die Karriere ist, Durchhaltevermögen, also neben der Fachexpertise. Aber wenn ich so mit dir spreche, wenn ich dir zuhöre und wenn ich dir ins Gesicht sehe, dann sehe ich vor allem ganz viel Leidenschaft. Und ich finde, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird, dass vor allem die Leidenschaft eigentlich der Antrieb ist, auch dahin zu kommen. Also Durchhaltevermögen ist ja nur dann vorhanden, wenn ich auch wirklich Spaß an meinem Beruf habe, so viel Freude empfinde, Spaß daran habe, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Also das finde ich, das kommt ganz toll raus, wenn man mit dir spricht. Und das muss man auch sagen, wenn die Leidenschaft nicht da ist, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht so weit schaffen. Ne? Ja, würde ich dir 100%ig zustimmen und ist sicherlich auch was man vielleicht jungen Kollegen, die da zuhören, dann mit auf den Weg geben kann, dass wenn jemand das Gefühl hat, er macht Dinge nicht gerne,
Also grundsätzlich, dass man mal sagt, okay, die Rotation auf irgendeiner bestimmten Station, das macht mir jetzt gerade nicht so viel Spaß, weil das einfach nicht so das ist, das gehört natürlich dazu, aber dass man so grundsätzlich sagt, eben, ich behandle gerne Menschen, ich bin gerne mit Menschen zusammen oder ich operiere gerne, ich eigne mir gerne diese technischen Fähigkeiten an oder eben, ich mache gerne Sport und ich arbeite sehr gerne mit Sportlern zusammen, was das auch immer ist, aber dass man für diesen Bereich eine Leidenschaft hat, das ist wirklich wichtig, wenn man tatsächlich viele Stunden im Beruf verbringt und da eben dann auch den Weg weitergehen möchte. Weil Rückschläge gibt es immer mal, es gibt immer mal Zeiten, die sind auch härter, dann da durchzugehen. Und wenn man da aber so eine grundpositive Einstellung dem gegenüber hat und einfach weiß, dass das richtig ist und einem Spaß macht, was man da tut, dann ist es auch viel einfacher, dann mit solchen Situationen umgehen zu können. Rückschläge und auch schwere Rahmenbedingungen. Ich meine, ich möchte jetzt hier nicht Systemkritik betreiben und so und das Gespräch jetzt in diese Richtung lenken. Auf der anderen Seite, man kann es auch nicht von der Hand weisen, dass die Rahmenbedingungen nicht ideal sind, um Beruf und Familie gut miteinander zu vereinbaren und gleichzeitig noch so eine Karriere hinzulegen, wie du es gemacht hast. Das muss man auch feststellen, oder? Das ist immer noch so, dass die Rahmenbedingungen nicht ideal sind. Ja, das ist richtig. Also von ideal sind wir sicherlich weit, weit entfernt. Erfreulicherweise hat sich schon einiges getan. Das kann ich rückblickend auch sagen über diese Zeit, die ich überblicke. Ich hatte das Glück, dass ich in dem ersten Frauenförderprogramm der Uniklinik Freiburg teilnehmen durfte. Damals hat im Rahmen der Exzellenzinitiative der Kommission damals nicht so gefallen, dass zu wenig habilitierte Frauen an der Uniklinik gearbeitet haben. Und dann wurde eben ein Frauenförderprogramm und ein Führungskräfteprogramm für Frauen ins Leben gerufen, wo ich da teilnehmen durfte. Und da habe ich sehr viel gelernt natürlich über Rahmenbedingungen und über die Zusammensetzung von Gremien und so weiter. Und es ist nach wie vor so, dass natürlich eben zu wenige Frauen in wichtigen Entscheidungsgremien vertreten sind. Warum sage ich das? Nicht nur eben, um jetzt eine Gender-Diskussion aufzumachen, sondern auch, um zu sagen, dass natürlich doch oftmals die Frauen die sind, die in der Familie die größte Last zu tragen haben oder die vielleicht auch den besten Überblick haben über organisatorische Schwierigkeiten. Und Frauen in solchen Gremien haben aus meiner Sicht eben auch die Möglichkeit, dort Ideen und wichtige Initiativen einzubringen, wie man solche Rahmenbedingungen optimieren kann. Das fängt mit adäquaten Betreuungszeiten an, aber das ist eben nur eine Sache, weil jeder weiß, es gibt Situationen, wo die Kinder nicht in die Kita dürfen, wo man ein System finden muss, wie man sich darum organisieren kann und muss, um trotzdem seinen Beruf weitergehen zu können. Im Spitzensport gibt es noch kaum ein System, wie es eine Kinderbetreuung auch im Rahmen von solchen Spitzensport-Events beispielsweise geben kann, dass man letztendlich dann nicht Jahrzehnte, muss man ja fast sagen, wenn man von Schwangerschaft bis die Kinder aus dem Gröbsten raus mal rechnet, dann aussetzen muss, wenn also auch mit solchen Spitzensportbetreuungen zu machen und so weiter. Also da gibt es sicherlich noch einige Themen neben so diesen klassischen Themen, die auch in der Politik diskutiert werden, die in unserem Berufsalltag da noch wichtig wären, um eben da eine bessere Vereinbarkeit eben von der Familie und dem Beruf und eben auch der Spitzensportbetreuung herstellen zu können. Naja, wie macht man das jetzt beispielsweise bei den Paralympischen Spielen oder vielleicht auch außerhalb der Paralympischen Spiele jetzt in deinem Berufsalltag? Wie sieht das aus? Wie gelingt es dir, das alles unter einen Hut zu bringen? Vielleicht magst du uns einen kurzen Einblick geben, wie so ein Alltag bei dir ausschaut. Ja, ich habe das große Glück, dass ich mit meinem Mann tatsächlich eine sehr paritätische Verteilung nicht nur der Kinderbetreuung, sondern natürlich auch der Haushaltserledigungen etc. geschafft habe. Wir arbeiten beide 90%
80-60%, also ich arbeite jetzt 60% klinisch, dann noch 20% eben wissenschaftlich oder inzwischen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr klinisch und dann eben noch für die Spitzensportbetreuung. Und er hat das große Glück, viel Homeoffice machen zu können, sodass er zumindest flexibler ist auf solche ungewohnten Situationen oder unplanbaren Situationen zu reagieren, wie eben jetzt der Ausfall der Kinderbetreuung beispielsweise. Er kann das jetzt eben auch so planen, dass er halt in der Zeit, wo ich in Tokio bin, dann vorwiegend aus dem Homeoffice arbeiten kann und damit halt die Kinder, die glücklicherweise jetzt in dem Fall dann schon wieder Schule und Kindergarten haben, dann bringen und abholen kann. Also er muss in diesen 3 Wochen, muss er tatsächlich die Betreuung dann alleine stemmen. Und ansonsten eben teilen wir uns das sehr gut auf. Ich habe das Glück, dass ich jetzt eben in meiner jetzigen Arbeitsstelle da ein großes Verständnis habe dafür, auch die Arbeitszeiten dann so zu organisieren, dass es eben für die Kinderbetreuung funktioniert, dass ich dann eben die entsprechend auch noch abgeben kann und halt auch wieder abholen kann. Aber das ist eben auch nicht an jeder Stelle gegeben und war auch nicht zu jeder Zeit in meinem Berufsleben so, sondern da habe ich eben auch Zeiten, was ich vorher zum Beispiel mal kurz angesprochen hatte, wo ich das komplett alleine getragen habe. Bei meinen ersten Paralympischen Spielen beispielsweise, da habe ich so viel Überstunden auf Intensivstation angesammelt, dass ich diese 2,5 Wochen damals von den Spielen aus Überstunden sozusagen wie abstottern konnte, weil man da nicht einfach sagen konnte, ja, ich habe jetzt zusätzliche Urlaubstage oder ich bin dann mal weg, sondern dann habe ich die Wochenenden durchgearbeitet, um das sozusagen vorzuarbeiten und dann weg sein zu können. Und eben auch mit der Kinderbetreuung, dann hatte ich das Glück, dass ich über das Frauenförderprogramm natürlich eine Ganztageskita-Platz bekommen habe, was auch nicht selbstverständlich gewesen ist, aber was trotzdem bedeutet, dass man natürlich dann, wenn man im chirurgischen Fach arbeitet und eben auch die Visite um 7 Uhr mitgehen will, dann das Kind halt um 6.30 Uhr abgeben muss und davor gestillt, gewickelt, angezogen und so weiter haben muss. Und das war dann schon, also diese Zeit, wenn ich auf die zurückblicke mit 5 Uhr aufstehen, sich selber fertig machen, dann das Kind stillen, das Kind in die Kita fahren, dann Visite, Station und so weiter. Das war dann schon auch eine Zeit, die wirklich körperlich auch sehr anstrengend gewesen ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Was müsste sich in deinen Augen noch ändern? Wie müssten sich die Rahmenbedingungen für die Zukunft noch? Also ich glaube, im Berufsleben muss es klarer sein, dass Familien, also Eltern, sage ich mal, da Möglichkeiten bekommen, auch von den Arbeitszeiten, die so einteilen zu können, dass das eben mit der Kinderbetreuung vereinbar ist. Das ist natürlich in manchen Fächern einfacher. Ich sehe es bei mir jetzt auch, wo ich eben hauptsächlich ambulante Operationen mache und nicht mehr viel Visite mache. Da ist es natürlich einfacher zu organisieren, den Sprechstundenbeginn entsprechend zu legen, als jetzt in einem chirurgischen Fach, wo die Visite eben so geplant ist. Aber auch da hat sich einiges getan. Ich weiß, dass in meiner Abteilung in der Uniklinik in Freiburg, wo ich wissenschaftlich ja noch tätig bin, man da auch einiges umstrukturiert hat, dass man eben nicht mehr jetzt um 7 Uhr mit einem riesen Ärzteteam mit allen Ärzten zusammen Visite geht, sondern das ein bisschen später dann auf die Stationen verlagert und so weiter. Also da hat auch schon eine Umstrukturierung stattgefunden. Und natürlich müssen dann auch noch andere Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also ich hatte angesprochen, es müsste zum Beispiel, was zum Beispiel extrem helfen würde, das ist auch in einem Frauenförderprogramm dann diskutiert und initiiert worden. Es sind solche Notfallversorgungsmöglichkeiten, dass man sagt, okay, es gibt eben jemand, der die Kinder betreuen kann, wenn man ganz notfallmäßig das eben nicht übernommen werden kann, sei es, weil man selber auch mal unterwegs ist, was jetzt nicht komplett von einem Babysitter abgedeckt werden kann, alle Kongresse und so weiter, dass es dort ein besseres Supportsystem gibt und das sonst ist ja vieles einfach eigenorganisiert oder in Elterninitiativen, aber das könnte man natürlich auch viel besser dann strukturierter dann organisieren,
bis hin zu dem, dass eben die Kita-Öffnungszeiten natürlich länger sein müssen, dass vielleicht auch am Wochenende eine entsprechende Betreuungssituation verfügbar ist, dass wenn man halt beispielsweise mal auf dem Kongress ist, dass es dann auch nicht alleine am Ehepartner oder an den Eltern, wenn man das Glück hat, dass die noch irgendwie unterstützen können, dann hängen bleibt. Und es geht halt natürlich bis hin zu dem, dass auch der Haushalt und der Rest, der zu organisieren ist, dass es da Unterstützungsmöglichkeiten gibt, eine Haushaltshilfe zu finden, beispielsweise die Kinder und den Haushalt dann machen kann. Ich weiß, dass da auch viele in Eigeninitiative dann sich was geschaffen haben, alleine so einen Backup zum Beispiel zu bezahlen, der nur für den Fall, dass dann zur Verfügung steht. Und wenn man da halt mehrere hat, die das zusammen machen, dann ist es natürlich leichter. Aber es ist nach wie vor so, dass es halt in der Spitze immer weniger sind, die vielleicht so ein System auch brauchen, und die zu finden und zusammenzubringen, das ist eben sinnvoll, wenn das zentraler organisiert ist, weil das faktisch für Einzelpersonen einfach schwer machbar ist, als erfolgreiche Wissenschaftlerin zu sagen, okay, ich suche jetzt noch jemand, der das gleiche Problem hat, sondern das wäre eben schön, wenn es dafür beispielsweise dann zentrale Organisationsformen gäbe. Oh, das waren wirklich viele Ideen. Ich hoffe, dass viele auch mitgeschrieben haben, die Verantwortung für Rahmenbedingungen auch haben. Weil, ich meine, klar, du hast dir schon viele Gedanken dazu gemacht und hast natürlich auch schon viele Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Also ich finde es ganz toll, wie du darüber erzählst. Und man hört auch raus, wie wichtig es ist, auch an diesen guten Rahmenbedingungen auch wirklich dran zu arbeiten. Und was würdest du denn jungen Ärzten raten, die am Anfang ihrer Karriere stehen? Was sind da Ratschläge, die du den Sportmedizinern mit auf den Weg gibst? Ja, einen Ratschlag habe ich ja vorher so ein bisschen formuliert gehabt, als ich gesagt hatte, ich glaube, die Leidenschaft ist was, die hat mich zumindest durch viele Durststrecken auch getragen. Also ich glaube, wenn junge Ärzte und Ärztinnen und Ärzte sagen können, das ist was, wofür ich mich wirklich begeistern kann, dann ist das schon eine wertvolle Voraussetzung. Ich weiß zum Beispiel, dass manche ihre Facharztwahl schon versuchen, danach zu richten, wie die Arbeitsbedingungen hinterher sind, was vielleicht ganz sinnvoll sein kann, wenn man rein rational denkt, aber was für mich zum Beispiel nie eine Option gewesen ist, weil ich würde nicht eine Fachrichtung nur wählen, die mir vielleicht weniger Freude macht, weil man denkt, okay, da sind die Arbeitsbedingungen dann geregelter oder ich habe als Frau dort ein geregelteres Umfeld als jetzt in einem chirurgischen Fach beispielsweise. Trotzdem muss man schon auch überlegen, was ist einem wichtig im Leben. Und wenn junge Ärzte sagen, für mich ist Familie das Wichtigste im Leben, was ich gut nachvollziehen kann, dann lohnt es sich auch mal drüber nachzudenken, eben wie kann ich und will ich das dann mit meinem Beruf zusammen organisieren? Und da darf man durchaus auch mal realistisch bleiben. Und dann muss dann auch mal sagen, gut, alles wird man im Leben eben wahrscheinlich nie verwirklichen können. Und dann lohnt es sich auch, die Prioritäten entsprechend zu setzen. Aber wenn man sagt, jawohl, es gibt irgendwie was, ich wollte schon immer Herzchirurgin werden, seit ich denken kann, dann würde ich den jungen Ärztinnen und Ärzten sagen, dann macht es, und dann werdet ihr einen Partner finden, der es mitgeht oder das Umfeld dann auch überzeugen können, dass das so wichtiges ist im Leben, was man dann auch versuchen sollte zu verwirklichen. Und dann werden sich auch Wege auftun, glaube ich, innerhalb der Klinik, wie man dann Dinge entsprechend organisieren kann. Und wenn es beispielsweise im Bereich ist, das war bei mir jetzt ein bisschen so mit diesem Sport. Ich habe die Sportmedizin auch dann in der Facharztausbildung in der Unfallchirurgie nie ganz verlassen. Ich habe immer diese Sportbetreuung weitergemacht, und das hat natürlich, das kann man auch mal ganz offen und ehrlich sagen, da hat es auch viele Neider gegeben, die einem das nicht immer gegönnt haben, dass man halt dann unterwegs sein konnte und die nicht primär gesehen haben, dass das auch sehr, sehr viel extra Engagement, Nachtarbeit,
Teilzeit, Arbeit nach dem, wenn alle nach Hause gegangen sind, man noch mit den Sportlern telefoniert und sich um deren Probleme kümmert und seien sie vermeintlich noch so klein und halt auch bei der Sportbetreuung man dann halt nachts am Sonntagnacht nach Hause kommt und am Montag genauso wieder bereitsteht wie alle anderen, sondern viele sehen ja dann eben nur das, das Schöne und die Bilder, wenn man dann in der Sonne halt mit den Radlern Radfahren kann. Und da ist es schon wichtig, dass man da auch, wenn man das gerne macht, dann dass das einfach da auch seinen Weg weitergeht und sich dann nicht zu leicht dann eben auch von jemanden dann negativ beeinflussen lässt. Ja, wow, ein wunderbares Statement, dafür seinem Herzen und seiner Leidenschaft zu folgen. Ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben und hat nicht nur etwas mit Medizin und Sportarzt sein zu tun, sondern ich glaube, das gilt für alle Berufe und für viele Lebensbereiche. Ja, das ist sicher so. Was mir noch eine Sache vielleicht einfällt, ist, das hatten, glaube ich, andere auch schon gesagt, natürlich sind Mentoren extrem hilfreich. Also auch ich habe natürlich zum Glück sehr kompetente, hochkarätige Kollegen und Kolleginnen gehabt, die mich in der Zeit beraten haben, mit denen man auch Dinge einfach nur besprechen kann, wo einem selber dann auch Sachen vielleicht nochmal anders klar werden oder man seine Sicht der Dinge verändern kann. Und das ist sehr wichtig und hilfreich, wenn man da eben jemanden an der Seite hat oder auch ein größeres Umfeld von Kollegen, die man fragen kann, auf deren Rat man dann zurückgreifen kann. Da hat es im Frauenförderprogramm zum Beispiel dann auch so ein Mentoring-Programm gegeben und das rufen viele Fachgesellschaften ins Leben, dass man da auch Unterstützung bekommt und wirklich dann ja auch von anderen hört. Es tut auch total gut, von anderen mal zu hören, dass man mit manchen Problemen einfach nicht alleine ist oder auch andere eben Durststrecken erlebt haben und man sich da ein paar Tipps holen kann. Ja, das stimmt. Darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Das sagen auch alle, die Karriere machen oder Karriere gemacht haben, die da auf einem guten Weg sind. Alle sagen, das schafft man nicht alleine. Also man braucht ein Netzwerk, man braucht ein gutes Umfeld und man muss durchaus auch viel Selbstreflexion mitbringen. Und irgendwie die Offenheit, auch tatsächlich mit einem Mentor den Weg zu gehen, also sich da auch begleiten zu lassen, einen Austausch zu haben, jemanden, auf dessen Rat man sich verlassen kann, was ja durchaus auch wieder eine sehr vertrauensvolle Beziehung ist, die man da aufbaut. Gut, ja, vielen Dank, Anja. Wir haben echt total viel besprochen. Gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du gerne loswerden möchtest? Also mir hat es total Spaß gemacht, ja, und ich glaube eben, wir könnten noch eine ganze Weile weiter quatschen. Nee, mir fällt jetzt nichts ein, wo ich denke, das wäre extrem wichtig zu sagen. Also ja, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Anregungen geben konnte, auch für die den Podcast anhören. Und ich finde es toll, dass ihr dieses Format ins Leben gerufen habt, weil genau, also ein paar Tipps zu bekommen oder auch so vielfältige Persönlichkeiten, wie ihr hier einladet, dann hören zu können, ist eine wirklich tolle Sache. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Und ich habe vorhin mal auf die Uhr geguckt und habe festgestellt, dass die Zeit wie im Flug vergangen ist, weil ich echt gedacht habe, so boah, es waren so viele Themen und so viele Einblicke, die du uns gegeben hast. Und es hat mir auch große Freude bereitet, mich mit dir darüber auszutauschen. Wir haben eine kleine Tradition in unserem ganz jungen Podcast, solange sie, also ich weiß gar nicht, ob man von Tradition sprechen kann, aber eine kleine Regelmäßigkeit, die sich am Ende immer wieder findet. Und das sind unsere Entweder-Oder-Fragen. Hast du Lust, da mitzumachen? Na klar. Ich weiß ja noch nicht, was mich erwartet, aber ich sage jetzt einfach mal ja. Sehr gut. Okay, ich fange an. Frühstück oder Abendessen? Am Wochenende Frühstück, unter der Woche Abendessen. Sehr gut. Ist bei mir ähnlich. Basel oder Freiburg? Freiburg. See oder Meer? Meer. Fortbildung digital oder analog? Beides. Nein, analog ist natürlich schöner, digital ist einfacher und hat natürlich viele zusätzliche Vorteile, gerade im Sinne von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, auch nochmal ein guter Hinweis, ja. Peking, London, Rio de Janeiro oder Pyeongchang? London. Kann ich auch noch ein kurzes abschließendes Wort dazu sagen, wenn du möchtest, warum?
England ist die Wiege der Paralympischen Spiele durch Sir Ludwig Goodman, der als deutschstämmiger Neurologe emigriert ist und sozusagen Sport für Menschen mit Behinderungen ins Leben gerufen hat. Das ist, wen das interessiert, lohnt sich total, da das mal ein bisschen zu lesen, oder auch es gibt einen tollen Film eben über Ludwig Goodman, den anzuschauen. Und die Engländer haben sich damals natürlich auf die Fahnen geschrieben, die Paralympischen Spiele zu den größten Spielen jemals zu machen, und das war unglaublich. Also das war ein Sportfest, wie man es selten erlebt. Die Bevölkerung war von der ersten bis zur letzten Minute dabei. Es war einfach ein unglaubliches Erlebnis für alle, die dabei sein durften, was man nie vergessen wird. Oh wow, cool. Vielen Dank für den coolen Tipp. Dankeschön. Und danke auch für das wunderbare Interview, für den Austausch. Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ganz viele großartige Einblicke bekommen. Vielen Dank dafür. Mir hat das wirklich echt richtig viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Mir auch. War eine tolle Zeit. Sehr gut. Liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr Anregungen habt, dann freuen wir uns auf euer Feedback. Danke fürs Zuhören, macht's gut und bis bald. Das war Kurz vor OP, der Podcast von OPET. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.opet.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.